Die News aus der Stadt der nötigen Zeit Nirun, Inkopolis. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online. Nicht Ranked Battles, sondern Splatfest. Kämpfe SpongeBob oder Patrick. Und ich habe noch nicht abgestimmt, aber das ist eben gerade. Und die heutigen Arenen sind eben die Kabanstation. Ja, das ist die Vögel, siehst du, sie ist und die da. Okay, gut, gut. Blauflossendepot, Basta. Ja, okay, na sowas. Und Steinköhlergrube. Oh, die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Aber im Splatfestkampf kommt es gut funktionieren? Ich weiß nicht, auf jeden Fall werde ich heute mit einer anderen Waffe gehen. Aber bevor wir jetzt irgendwas tun, müssen wir noch abstimmen, weil ihr wisst ja wahrscheinlich noch gar nicht, welches Team ich habe. Und ja, zur Auswahl steht eben Team SpongeBob oder Team Patrick. Und nun, ich habe echt keine Ahnung. Also werde ich jetzt einfach den Zufall entscheiden lassen. Was sagt der Zufall? Zufall, ich nehme Nemo und draus bist du. Draus bist du noch lange nicht. Musst erst sagen, wie alt du bist. Fuck, Patrick. Patrick? Patrick, wie alt bist du? Ich hab keine Ahnung. Weißt du was? Patrick. Ist mir jetzt wurscht. Wie hat's schon gehen? Nur wieder sehr lustig. Was steht da? Streamstatus schlecht? Das verwirrt mich gerade. Ich muss einmal ganz kurz meine Waffe wechseln und so. Und ja, dann werde ich am besten den Stream herrichten für den Fall, dass ich überhaupt das tun kann. Warum ist... Ich weiß warum. Ich glaube, ich muss den Stream neu starten. Vermutlich. Ja, ja, falls mir jemand hört, wahrscheinlich muss ich den Stream restarten. Das schreibe ich am besten in den Chat hinein. Was, das kriege ich ein Problem. Sodala, ich habe jetzt übrigens auch für den, Klotzer 14C entschieden. Eben gerade beim Artikel gekauft und so. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich da gut abschließen werde. Oder, ja, wird schon gehen. Klotzer ist jetzt nicht unbedingt meine beste Waffe. Das gebe ich zu. Das gebe ich dir durchaus zu. Weil es ist, ja, es ist einfach nicht meine Waffe. Sagen wir es einfach so. Ist halt so. Und ja, Patrick-Fans haben wir anscheinend genügend. Gefällt mir. Na gut, Super Patrick, volle Kanne Patrick. Ja, na. Gut, dass noch kein Fanclub-Leiter da ist, weil dann, besonders wenn beim Gegner ein Fanclub-Leiter da ist, dann kriege ich wahrscheinlich ein bisschen Angst, was das betrifft. Aber hey, was ist? Solange es läuft, ist mir das schon recht. Für alle, die was jetzt gerade nicht per Stream zuschauen, sondern eher beim normalen 140er Video, ja, ich tue das gerade auch live streamen, weil jeden Samstag werde ich auch einen Livestream machen, eben um 16 Uhr pünktlich, mehr oder weniger, plus minus 5 Minuten, sind glaube ich immer drinnen. Und ja, es schaut so aus, als wären die SpongeBob-Fans nicht unbedingt aktiv, beziehungsweise non-existent. Schräg. Mega zu viel leiden, Patrick? Ich kann's verstehen, irgendwie. Er ist cool. Aber der SpongeBob ist auch cool. Aber wir haben schon mal einen Patrick gegen Patrick-Kampf. Also, ja, da geht's wirklich nicht um viel. Ha, okay. Na gut. Stört mich nicht. Weil, es ist die Steinköhlergrube Revierkampf. Färbe möglichst viel ein. Und ja, ich glaube, da kann ich meinen Klotzer schon ein bisschen was anstellen. Ich hoffe es halt. Wow. Okay, werde ich. Nice kill. Bisschen defensiv. Na, kommst du her? Verfolgen da und triff nicht. Das gibt's ja nicht. Habe ich den jetzt echt so lange verfolgt und nie was getroffen?
Na gut, wenigstens ist mein Team gut genug, dass sie es auch ohne mich schaffen, aber trotzdem, das ist sehr ärgerlich. Ich habe einen Direkttreffer gemacht, aber das reicht halt nicht. Ah, ist das ärgerlich. Ich spiele halt überhaupt nicht gut. Das ist eine Frechheit. Das war cool. Und da habe ich einen Gegner gesehen. Nice. Ist da schon wieder einer? Na, doch nicht. Okay, haben mich schon gewundert, ob da nicht schon wieder einer vorbeigerannt ist oder so. Ah, ich stirb noch nicht. Noch nicht. Oh. Da habe ich nicht einmal einen Schuss gehört. Komisch. Sehr eigenartig. Na gut, aber es schaut nach einem ziemlich fixen Sieg aus. Also, wenn es so weitergeht. Natürlich noch. Sonst nicht. Aber, ja. Wer zu gehen? Wer zu gehen? The harass is real. Ah, das ist lustig. Hm? Wo ist er hin? Nicht da. Okay. Ui. Da will mir einer sprengen. Na gut. Ja, es schaut so, als hätte ich den ersten Kampf gesiegt. Und ja, das ist gut. Das ist verdammt gut. Es war zwar nicht mehr Verdienst, eindeutig nicht, aber ich bin gerade nicht gut. Ich gebe es jetzt zu. 3-2, was ist der Scheiß? Ja, grauslich. Na gut, aber, ja, Sieg Nummer 1, ich muss zufrieden sein. Gott, ich komme in Klotzer heute nicht umgehen. Ich habe es ja schon erwähnt, aber was soll's, was soll's. Ich mache weiter und, ja, werde schon laufen. Ich glaube schon. Weil, damit würde ich willkommen zurück im Blauflossendepot sorgen. Und ja, ich bin immer mit meinem Sepiator unterwegs. Und die Waffen geht mir schon ziemlich auf den Zeiger, weil ich konnte damit nicht umgehen. Und ich habe keine Ahnung warum. Es ist eine Sniperwaffe, die sollte normalerweise gehen. Also, so mies bin ich mit den Sniperwaffen normalerweise nicht so. Also, normalerweise tut's schon irgendwie. Schau, so geht es. Einfach mein Kill. Ist ja nicht so schwierig. Auf das habe ich nicht am Reichweite. Hm. Was? Der ist abgehauen. Nice. Kurz zurück. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Ja, das war gut vom Eric. Gib ich zu, gib ich zu. Okay, schauen wir mal.
Okay, das war voreilig. Schon wieder der Eric. Das war echt voreilig. Das war nicht so cool. Ah, rechts. Der ist gerade draufgegangen. Der Kollege. Bei uns steht Gefahr. Das ist nicht gut. Ma, come on. Das ist echt so schwierig. Ma, come on. Ist das echt so schwierig? So, Gott. So komisch. Ja, kein guter Kampf. War nicht gut. Bisschen wie vorher, aber... ja... ich brauche andere Waffen. Es funktioniert so nicht. Meine Patrick-Kollegen sind... nicht so geil. Und ich auch nicht. Ich gebe es eh zu. Ich auch nicht. Ich muss jetzt unbedingt die Waffe wechseln, weil ich glaube, ich habe jetzt 5 Kämpfe hintereinander verloren. Und mir reicht's. Sagen wir uns ehrlich, mir reicht's. Und dementsprechend wechselt ihr jetzt auf eine Waffe, mit der ich weiß, da kann ich's. Nämlich in der Steinkühlergrube werden wir jetzt am besten so viel wie möglich anstellen, weil die letzten Kämpfe sind echt nicht gut gelaufen. Und wir müssen das Team SpongeBob jetzt vernichten. Unbedingt. Das ist mir wichtig. Und dementsprechend muss ich jetzt besser spielen, als wie vorher. Das gibt's ja nicht. Der hat die gleiche Waffe wie ich und trifft mich sofort, aber ich am nicht. Es ist eine Frechheit. Wie gibt's das? Okay, 4 habe ich halt hinten, ey. Auf den nix. Ich wäre ein geeignetes Ultimate. Da kann ich ruhig hinten sein und bleiben. Gibt's das? Bissi. Bissi noch. Geht durch. Da. Hat der mich jetzt echt gesehen? Schreckt mich. Schon wieder? Ah, da ist der Sniper auch noch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wie konnte er da durchlaufen? Das gibt's ja nicht. Wie konnte er da durchlaufen? Ja, na, eh voll. Ah, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas ist da los. Ich spüre halt nicht gut. Ich hab keine Ahnung warum. Wirklich? Wirklich, oder was? Okay, wir haben Chaos verursacht. Wir haben Chaos verursacht. Einmal Quick Chaos.
Aber hat das gereicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, es hat gereicht! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, da sieht man, dass Revierkampf ein ziemlich unausgeglichenes Ding ist. Wir waren eindeutig das schlechtere Team. Ganz eindeutig. Und gewinnen trotzdem. Ha! Lustig. Das gibt's hier gar nicht. Ja, solche Kämpfe gibt's auch. Gut. Das war nicht gut gewesen. Aber ich würde damit sagen, willkommen zurück im Blaufloss-Nippo. Und ja, ich habe gerade der letzte Kampf, der war brutal. Wieso ich mir den gewungen haben, verstehen bis jetzt noch nicht. Also, das hat noch ein eindeutigen Verlieren ausgeschaut. Aber hey. Wir haben gewungen. Dafür haben wir mal defensiv. Dann so. Kurz warten. Oh fuck. Wieso verfolgen mir eigentlich vier Leute? Ist mir gerade so irgendwie vorgekommen. Es hat sich halt wie vier angefühlt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das haben wir gedacht. Ah, ich habe seine eigene Waffe gegen ihn verwendet. Für was habe ich mein Ultimate eigentlich, wenn es nicht einsetzt? Ich hab ihn killed. Cool. Ich lebe noch. Jetzt hätte ich schwören können, dass ich gestorben bin. Dann habe ich auf den Chat geschaut. Außerdem war ich so auch drauf gekommen, aber. Ja, was weiß Gott. Nicht tragisch. Und ich verstört mir. Das ist normal. Das ist normal. Okay, gut. Kurz warten. Muss mal laden. One for one. Na, ist okay. Ist okay. Haufen Defensive hat der drin. Ich glaube, das ist gut. Das ist kein guter Sprung. Da ist ein Gegner. Den sollte ich aufhalten. Oder zumindest das aufhalten. Weil das stört. Ja, renn halt rein in mein Schuss. Dann geht's schon. Warum ist da eigentlich keine Wand auf? Das wundert mich jetzt mal. Ups, das war mein Fehler. Boah, er hat's überlebt, der Freund. Ja, das schaut nach einem Sieg aus. Cool. Endlich mal ein halbwegs guter Kampf. Gut, die Gegner waren auch nicht gut, aber ja. Wahrscheinlich habe ich nur zu gute Gegner gehabt die ganze Zeit. Gibt's das? 7-4? Das ist jetzt mein bester Kampf. Bis jetzt, glaube ich. Irgendwie traurig. Ich habe heute nicht gut gespielt. Ich gebe es euch zu. Ich gebe es euch zu. Na gut, ja, machen wir weiter. Weil, wir sind schon wieder in der Steinkühlergrube. Und ja, ich werde das jetzt wahrscheinlich ähnlich handhaben wie im letzten Kampf, den wir irgendwie gewonnen haben, obwohl es irgendwie knapp war oder nicht. Ja, eigentlich war es nicht knapp. Aber wahrscheinlich habe ich es nicht gesehen. Also alle YouTube-Leute, die was jetzt die Folge 140 eben anschauen. Und ja. Jetzt mal kurz durch. Okay.
Ha? Sind doch diese Gegner. Gibt's das? Gibt's das? Hab's das gut gesehen? Was ist mit dem? Danke, jetzt ist er tot. Der ist ja tot. Hey, du konntest sogar direkt springen. Puh. Lol. Ah, ich hab schon wieder einen Kill. Cool. Kann ich gerade nicht wieder. Weißt du was? Dann nehmen wir so. Tja, sehr gut. Er hat's gut gemacht, der Kollege. Aber wir müssen die Mitte auch noch einnehmen und dafür haben wir noch Minuten. Es ist wert, ist nix. Dementsprechend tue ich mal so. Weil es heute gerade im Moment nicht zu viel Sinn, wenn ich da einfach nur rausgehe. Zwar für uns. Was sehr schräg ist, schaut das aus, die Map gerade. Hat er wirklich genau im richtigen Zeitpunkt schon wieder stehen geblieben? Na, ich muss außen rumgehen. Ich hab geil gespielt. Wieso verliere den Kampf? Ah, das bin schon, dann wird wahrscheinlich schwierig, Alan. Ziemlich wahrscheinlich. Aber 7-5. Warum heute ist verloren? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab geil gespielt. Besonders am Schluss. Eben am Schluss. Wenn man am Schluss geil spielt und dann noch immer verliert, dann stimmt was mit dem Team nicht. Ich muss Nein sagen. Achso, das Joinen. Okay, Dekabahn-Station. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Wir sind nämlich wieder ein Patrick-gegen-Patrick-Kampf. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt geht oder nicht. Ich hoffe schon, irgendwie. Cool war's. Wir sind schon wieder alle so eng benannt. Das ist so spielbar kein Revierkampf. Da muss man ein bisschen auffächen. Ein bisschen zumindest. Bei den Gegnern steht jetzt schon Gefahr. Haha, lol. Kein Kill. Ah doch, okay. Jetzt schon fast damit gerechnet. Weil das war extra auf das abzielt. Wow. Die armen Gegner. Seht ihr das? Was ist das? Spielen da nur zwei, oder was? Okay.
Ja, das zieht der Sniper auf mich. Das ist nicht sehr cool. Ich hab schon wieder keine Tinte. Ja, dann bleib ich da. Ah, dang it. Okay. Aber in der Offensivaktion, was wir da gerade gerissen haben, ist ein Haufen abgegangen und es geht sich schon aus für ein Gegnerteam zum Siegen. Aber da müssen schon ziemlich was anstehen. Sieht dies noch irgendwie ausgeht. Alter, wirklich? Wirklich? Okay. Da war noch einer. Ja, wurscht. Ein Sieg ist ein Sieg und ja, das ist jetzt nicht tragisch. Geht's hier? Ah, schade. Ich wollte eine Bombe werfen. Ist sie nicht ausgegangen? Ja. Deutlich. Da gibt's nicht einmal Diskussion. Zahn mir echt. 6-3? Ja, darf ich drin sein? 6-4 von Freund 0-4? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. 0-4? Hast du ein Disconnect gehabt, Kollege? Lass mir nicht die Disconnect. Bin mir nicht sicher. Na gut, aber ja, ich werde einfach weitermachen. Wer schon geht, ist ja nicht tragisch.